So Freunde, euer Simon hier, es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle und heute ein sehr persönliches, aber auch sehr spannendes Thema, eigentlich wie immer, aber heute wird es sehr, sehr persönlich, ein Thema, mit dem ich vielleicht einigen wieder von den Kopf stoßen werde, einige werden hier drunter auf jeden Fall schreiben, bevor ihr es macht, könnt ihr es direkt sein lassen. Du bist ein Schwein. Du bist ein Schwein. Bin ein Schwein. Simon, du bist ein Schwein, du machst Werbung. Es wird diesmal Werbung geben, aber insbesondere wird es in diesem Video darum gehen, wie ich insgesamt zu dem Thema Werbung stehe, wie ich auch zu dem Thema stand. Und ich werde euch so ein bisschen meine Klamottenmarke VIP Wear vorstellen. Eben nicht meinen neuen Sponsor, sondern meine Klamottenmarke hat einen ganz wichtigen Grund und wie gesagt, nicht abschalten, es wird auch spannend für die insgesamt zu dem Thema, die sich für das Thema Werbung interessieren oder wie ich dazu stehe. So, insgesamt, das Thema Werbung ist wirklich sehr, sehr stark kritisiert. Besonders im Fitnessbereich ist es so, dass Influencer, die einfach auch davon leben, sehr viel Werbung für, und das wissen wir alle, für wirklich für Mistprodukte machen. Und man weiß ganz genau, die bewerben das nicht, weil sie dahinter stehen, auch nicht, weil sie damit so abgenommen haben oder irgendwie ihren Sixpack erreicht haben, sondern weil sie dafür Kohle bekommen. Und wie gesagt, Influencer leben davon. Deswegen ist es absolut legitim, dass man durch Werbung irgendwo Geld verdient. Aber wie gesagt, für Mistprodukte muss es keiner machen. Und das ist einfach auch so der Grund. Heutzutage gibt es so viel Werbung für wirklich für Schrottprodukte, wo es jeder weiß. Ich kenne auch ein paar Leute, wie gesagt, die ist ganz klar, die sagen auch klar, das ist mein Job. Ich lebe dafür, deswegen halte ich es in die Kamera. Ich kriege den Text vorgegeben, den ich da so unterschreiben soll und ja, davon finanziere ich mir sozusagen mein Leben. Und ich verstehe absolut, dass man das kritisiert. Ich kritisiere es selbst und genau aus diesem Grund ist auch meine Haltung bis jetzt so zum Thema Werbung immer sehr, sehr zurückhaltend gewesen. Einige werden sagen, Simon, du erzählst Quatsch, du machst total viel Werbung. Nein, schaut euch wirklich mal meinen Instagram-Account an. Ich mache für meine eigenen Produkte, wo ich am allermeisten hinterstehe, die ich jeden Tag benutze und nur die, die ich benutze, mache ich so gut wie gar keine Werbung. Und das ist eigentlich falsch und auf das Thema möchte ich heute auch zu sprechen kommen. Jeder Athlet von mir macht viel mehr Werbung für meine Produkte. Warum mache ich keine Werbung? Genau aus dem Grund, weil ich immer, und da nehme ich mich ganz, ganz hart in Kritik diesmal und es ist mir völlig egal, was jemand sagt. Ich ziehe mir viel zu sehr diesen Schuh an, ja, und oh, zurückhalten und vorsichtig und so weiter. Und wie gesagt, auch und deswegen mache ich auch dieses Thema oder ich wollte das gar nicht machen erst. Ah, ich muss ja keine Werbung machen, das ist ja so ein Blödsinn, so ein absoluter Blödsinn. Gestern habe ich wirklich noch wieder eine Nachricht bekommen. Simon, auf diesem Instagram-Bild, woher hast du dieses T-Shirt? Da dachte ich, oh nein. Oder ich kriege auch, mein Geschäftspartner ist wirklich fast schon sauer geworden, als ich in den letzten Tagen häufiger wirklich von mehreren Supplement-Herstellern wirklich eine Nachricht bekommen habe. Simon, wir haben uns deinen Kanal angeguckt, der ist super. Du wärst das perfekte Gesicht für unsere Supplements. Und wirklich, also das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass man nicht für seine Sache, dass Leute das gar nicht wissen, dass ich meine eigenen Klamotten habe und dass ich meine eigenen Supplements habe. Und wie gesagt, ich glaube besonders in der Zeit, wo so für so viel Schrott Werbung gemacht wird, ist es wichtig, Werbung zu machen. Noch viel wichtiger als früher, aber eben hinter Produkten, hinter denen man entweder absolut steht, wo man wirklich mitbeteiligt war an der Entstehung und so weiter. Deswegen ist es zum Beispiel bei mir auch bei den Supplements und besonders auch bei den Klamotten. Ich suche mir wirklich Leute, mit denen ich zusammenarbeite, also auch die Leute, die im Team sind, auch die Athleten. Ich frage die, was findet ihr gut, welche neuen Produkte? Ich label dann auch vielleicht irgendwie in Zukunft, kriegt vielleicht jeder so sein eigenes Produkt oder so ein bisschen, damit er noch mehr dahinter stehen kann. Die Leute sollen nur für Produkte werben, die sie super finden, hinter denen sie stehen. Und das ist bei den Supplements so und bei den Klamotten ganz genauso. Und wie gesagt, warum soll man nicht Werbung machen? Warum soll man nicht auf etwas stolz sein, was man selbst geschaffen hat, was man selbst benutzt? Kommen wir direkt mal zu den Klamotten. VIP Wear ist eine Marke. Es ist kein Merchandise. Ich wollte niemals ein Simon Teichmann T-Shirt machen. Ich wollte Klamotten machen, die ich selber trage. Und ich trage sie von morgens bis abends. Ich habe eigene Boxershorts, die ich trage. Ich habe alles, was ich tragen will und das überall hin. Das heißt, ich gehe zur Arbeit mit diesen Klamotten, ich gehe zum Sport, nicht mit den gleichen, kann mich dann umziehen natürlich. Ich gehe zum Sport mit den Klamotten, ich gehe zu Geburtstagen mit diesen Klamotten, ich gehe in die Stadt mit den Klamotten, ich mache alles mit den Klamotten und das wollte ich immer. Ich habe nie einen Klamottensponsor gehabt, weil ich mich nie hundertprozentig identifizieren konnte mit einem
Klamottenhersteller. Ich bin, und das ist auch kein Angriff gegen niemanden, ich bin kein Fan von großen Labels oder von irgendwelchen hier und da. Ich mag kleine, schlichte Sachen. Ich bin kein Fan von irgendwelchen bunten, babyblauen Polyesterstoffen. Das ist nicht meins. Ich bin kein Fan von Tights, also von Leggings. Ich finde Männer in Leggings immer ein bisschen komisch, besonders ich. Ich bin, wie gesagt, auch kein Fan von großen und Neonfarben und irgendwelchen. Nein, ich mag schlichte, coole Sachen, Street-coole, finde ich und finden viele, viele von euch auch. Ich mag diesen Look und wie gesagt, da konnte ich einfach noch hinter niemandem stehen. Und das ist nicht einfach so entstanden. Ich saß wirklich seit Jahren dabei. Es ist nicht so, dass ich einen Schnitt nehme und da schreibe ich irgendwie was drauf. Vielleicht ganz kurz, daher kommt auch Just Gym. Die Kollektion heißt Just Gym, weil no Stringers, no Tanks, no Polyester, no so und so weiter. Just Gym. Also ich wollte einfach nur, die Klamotte soll für sich sprechen und es ist keine Simon-Klamotte. Und ich habe Jahre gebraucht, Jahre. Das ist nicht einfach so entstanden, jetzt will ich Klamotten haben. Ich bin seit Jahren auf der Suche nach den richtigen Partnern. Wir haben endlich wirklich Fabriken gefunden, die unter guten Bedingungen arbeiten, aber die mich trotzdem nicht hier, wie hier in Deutschland, einfach so viel kosten, dass ihr euch die Klamotten nicht mehr leisten könnt. Ich wollte gute Preise realisieren. Ich wollte eine perfekte Qualität und das ist es. Ich liebe diese Klamotten. Wie gesagt, schaut euch einfach an, wer sie einfach kauft. Wir waren bei den Tanktops nach der FIBO, waren wir kurzzeitig ausverkauft, weil sie wirklich weggekauft wurden, ohne dass ich Werbung gemacht habe. Das heißt, es spricht sich einfach rum, dass die Qualität top ist. Die Stoffe werden selbst für mich in meiner Fabrik gewoben. Das heißt, es ist nicht so, ich nehme den Stoff, den Schnitt und da schlägt ihm was drauf. Nein, die Stoffe werden wirklich speziell gewoben für mich. Ich sage, wie dick der Stoff sein soll, welcher Stoff das sein soll, welche Naht, wo was hinkommt. Ich habe mich hier hingesetzt, habe gezeichnet, habe die Kollektion gezeichnet, habe gesagt, das und das. Ich habe die Designs selber gemacht. Ich habe alles an den Klamotten, alles. Von Design, von Logo, von Verarbeitung, von Stoff, von Internetseite, von allem, von der Auswahl der Athleten, ist alles, natürlich im Team, aber ist alles durch meine Rübe entstanden. Das ist mein Baby. Oh mein Gott! Wow! Und warum soll man dafür nicht Werbung machen? Oder wie kann man dafür nicht Werbung machen? Man muss das bewerben, wenn man stolz darauf ist. Man ist stolz darauf, was man geschaffen hat. Wenn ich mir Instagram anschaue und sehe, dass da andere Leute mit rumlaufen, dass sie stolz damit im Gym trainieren, dass sie die Sachen gut finden. Und das ist einfach der Wahnsinn. Wie gesagt, als wir auf der FIBO das Ganze gelauncht haben, ich habe dafür so gut wie gar keine Werbung gemacht. Und weil ich eben nicht wollte, Merchandise, es ist kein Merchandise, es ist eine Klamottenmarke und es ist der Anfang. Und ich bin unglaublich stolz darauf. Ich trage diese Sachen und das trage ich lieber als irgendwelche Designer-Klamotten, die ich da hängen habe. Viel lieber. Ich trage nur das, auch wenn ich, wie gesagt, weggehe. Und die Athleten genauso. Und es wird noch viel, viel auf euch zukommen. Ich möchte auch mit den Athleten sagen, hier, welches ist dein Lieblingsstück? Was könnten wir da noch machen? Also es wird noch viele, viele Kollektionen geben. Wie gesagt, das ist eine Klamottenmarke und nicht irgendwie ein Stück Merchandise oder irgendwas. Und darauf bin ich stolz. Absolut stolz. Und wie gesagt, wir haben es zig Wochen Probe getragen, gewaschen und es ist absolut top. Die Cappies, ich liebe diese ausgewaschenen. Wir haben die aber auch in normal. Und jetzt kommt absolute Werbung. Ich habe ganz viele Cappies, ich habe auch die Snapbacks. Und es gibt, guckt einfach mal auf dem Shop. Und ganz wichtig, ihr müsst nicht kaufen. Keiner muss kaufen. Keiner muss kaufen. Und ich verspreche euch auch nichts Wildes. Ihr werdet in den Klamotten nicht besser trainieren können. Und wie gesagt, aber sie sind absolute Top-Qualität. Ich trage sie, ich liebe sie und sie haben ganz viele Features. Aber wie gesagt, das könnt ihr euch auf dem Shop angucken. Aber wie gesagt, ich stehe dahinter zu 100% und ich werde keinen Klamottensponsor irgendwann wechseln oder irgendwas anderes. Und auch bei den Supplements, wie gesagt, stehe ich absolut dahinter, weil ich jedes Produkt selbst von den Inhaltsstoffen bis zum Geschmack, bis zum Design der Tüte designt habe. Und da bin ich stolz drauf und da darf ich stolz drauf sein. Und jedem, dem es nicht passt, wie gesagt, der schaut einfach die Videos, wo hauptsächlich Content, eigentlich kommt überall Content, deswegen, also ich bin wirklich sauer auf mich selbst. Ich hatte, wie gesagt, dieses Gespräch hier mit mehreren Leuten und wie gesagt, mit meinen Partnern hier und die sagen, Simon, was ist los mit dir? Du machst viel zu wenig Werbung. Und wie gesagt, als diese E-Mails kamen, das kann doch nicht wahr sein, dass die nicht wissen, dass du Supplements hast. Und wie gesagt, bei Klamotten ist noch ganz neu, aber auch da, wie gesagt, ich liebe diese Klamotten und viele von euch lieben sie auch. Und deswegen gibt es ab und zu, ich trage die eh mal im
in den Gym-Videos, in den Videos und so weiter, meine Klamotten. Und deswegen kriegt ihr ab und zu auch mal eine Einblendung. Ihr könnt mich sehr, sehr gerne unterstützen, wenn ihr die Klamotten kauft. Ihr könnt sie aber auch, wie gesagt, einfach kaufen, auch wenn ihr mich scheiße findet. Findet ihr die Klamotten höchstwahrscheinlich oder viele von euch auch sehr, sehr gut. Deswegen schaut sie euch an, bewertet sie, lasst euch nicht überreden, aber lasst euch überzeugen von der Qualität. Und ja, wie gesagt, es wird noch einiges auf euch zukommen. Wie gesagt, keine Panik, es ändert sich nichts am Kanal. Und wie gesagt, ich bin jetzt ein bisschen offensiver mit dem Stolz auf meine Sachen und das ist absolut zu Recht. Und es ist wirklich wie so ein Klick, wie es bei mir gemacht hat. Deswegen auch auf Instagram gibt es, da mache ich trage die Sachen eh. Und sie sehen gut aus. Und dann sollt ihr auch wissen, der sie haben will, soll auch wissen, wo er sie herbekommt. Und absolut nicht nur legitim, sondern blöd, wer es nicht macht. Deswegen, meine Freunde, geht auf BIP Wear. Guckt euch an, wie es den anderen Athleten steht. Schaut euch an, welche Größen die haben. Guckt euch an, was wir noch alles drin haben. Jetzt ist alles wieder auf Lager. Selbst die Shorts sind der Hammer. Der absolute Hammer. Überzeugt euch von der Qualität. Wenn es euch nicht passt, schickt es einfach zurück. Und ja, BIP Wear für die Supplements, Body IP Nutrition, die besten Supplements, kommt einiges auf euch zu in Zukunft. Und Instagram, Facebook für ein paar private Sachen und ja, den Rest habe ich schon gesagt. Bis dahin, euer Simon.